Hi Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Im letzten Part haben wir den Shock-Jockey bekommen. Wir haben Slate verschont, weil, wie gesagt, ich töte nicht unnötig und ich spiele möglichst gut. Immer wenn wir jemanden retten können oder verschonen können, werden wir das tun. Unabhängig davon, welche Konsequenzen das hat. Ich möchte möglichst gut spielen und ich möchte gucken, wie mich das hinbringt, ja? Es sei denn natürlich, jemand bringt Elizabeth um, den werde ich dann natürlich umbringen, aber... Ne, ihr wisst schon, also möglichst gut werden wir spielen. So, wie bei GTA 4 auch. So. Wir haben Shock-Jockey bekommen. Hier waren wir schon, hier haben wir alles untersucht. Hier brauchen wir eigentlich auch nichts mehr. Wir gehen jetzt einfach nochmal hier raus. Vielleicht ist ja noch irgendwas, was wir mit Shock-Jockey aktivieren können. Oh, fuck! Hoppla. Da hatte die KI einen kleinen Aussetzer. Die hat eigentlich merken. Dass Slates Worte sie gequält haben. Ja, haben sie auch. Sie haben mir gezeigt, dass es Regionen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Ach komm. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu. Du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Wenn eine Shock-Jockey um den Kraftverteiler zeigt. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Das will ich jetzt auch noch umbringen? Nee, der hat keine Peppermill. Okay. Wir haben es wahrscheinlich erkennen. Immer wenn die so eine riesige Gatling-Gun aufweisen, dann müssen wir sie wahrscheinlich nicht besiegen. Ja, sind wir hier fertig? Ich glaube schon. Also Lockpicks und so haben wir eigentlich alles. Wir haben das Gesundheitsupgrade. Ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas finden können. Oder ansonsten kriege ich das ja schon in den Kommentaren. Ey Mike, du hast bei Minute 23 einen Topf voll Gold vergessen. Na gut, wird mich nicht wundern, wenn ich irgendwas vergesse. Tut mir leid, ich bin nicht perfekt. Aber jetzt erstmal die Hall of Heroes verlassen. Oh, da können wir noch was bluten. Gut. Können wir noch was bluten. Verlassen wir den Bereich. Gucken, wo uns das hinbringt. Zurück zur Hall of Heroes Plaza. Cornelius Slate, der Mann, war schon immer halb nah, halb held. Ich war mir nie sicher, welche Seite gefährlicher war. Vielleicht finden wir es im Verlauf dieses Let's Plays noch mal raus. Es wird inzwischen wieder Tag. Oh, ah, oh, Moment, da mischen wir jetzt nicht ein. Gucken wir erstmal, welche Seite gewinnt. Das sind jetzt Vox Populi gegen Cornelius Männer. Präzisionsgewehr. Holst du statt der Schrotflinte? Na komm, ich hätte gerne das Gewehr. So. Und dann, oh Gott. Ich gehe zu Peppermint. Bringt ja sowieso nichts, Munition zu sparen. Ich denke nicht, dass wir gleich einen Endboss oder so kriegen. Oh, scheiße, das war schon. So, dann müssen wir hier eigentlich noch unsere Schrotflinte haben. So, okay. Und dann versuchen wir mal, die ein bisschen zu schocken. Ey, das können wir ja machen. Boah, zwei mit einem. So, das setzt sie außer Gefecht offensichtlich. Wir auf Bronco. Hier müssen irgendwo noch welche sein. Ein Moskito. So. Ah ja, haben wir den Riss gar nicht gebraucht. Naja gut, wir haben einen Riss gebraucht. Braucht auch nicht, aber wir haben einen Riss benutzt. So, mal kurz. Bisschen den Boden, Silver Eagle, alles klar, ein bisschen Gesundheit, das Präzisionsgewehr. Hätte gern wieder ein Karabiner eigentlich. Mal die Schrotflinten, naja. Oh, dass ich das noch nicht gesehen habe. Überall diese Münzen, diese Opfergaben, dieses religiöse... Naja, okay, aber es ist ja auch sehr religiös. Also, dieser Comstock Slate, dieser Comstock Kult, der nimmt ja richtig überhand. Wir haben jetzt allerdings die Vox Populi ziemlich dezimiert. Mal gucken, was das für Folgen haben wird. Können wir jetzt einfach so zurück mit dieser Fähre oder müssen wir wieder über den Lastenzug? Hm. Aber wir nehmen mal hier besser die Pistole. Ja, besser die Pistole, aber wir nehmen mal die Pistole. Ah ja. Dann jetzt wieder. Moment, Steuerung links umkehren. Oh ja, das ist gut. Jetzt kommen sie auch noch hier. So, Skydive. Wir sind erstmal unverwundbar. Können wir wieder hoch? Können wir wieder hoch? Gut. Und gleich wieder runter. Und er ist runtergesprungen. Gute Idee. Oh, wir könnten auch einen monetarisierten Patriot reinrufen. Wo sind sie denn? Ah, da. So. Also die Pistole ist eigentlich immer noch eine ziemlich gute Waffe. Muss ich sagen. Ach, das sind solche... Ah, ja, die haben auch noch Rüstung, genau.
Dann mal weiter. So, und... rüber und da. Das sollte ihn gut beschäftigt haben. Na gut, das bringt sie auch nicht immer um. Gerade nicht solche gepanzerten Vollidioten. So. Alles klar. Bisschen Pistolen-Gameplay. Was haben wir hier? Medikits. Nö, brauchen wir nicht. Aber ich muss sagen, normal ist jetzt ist schon manchmal eine Herausforderung. Okay, das wohl. Aber es geht auch schwerer, ne? Das muss man schon sagen. Es könnte auch schwerer sein. Aber dazu ist ja noch schwer da. Also, was ich mir schon überlegt habe, es gibt ja noch den 1999-Modus, wo dann halt Entscheidungen wirklich Einfluss auf das Spiel haben und wo man wirklich abfucken kann, wenn man sich wirklich falsche Entscheidung, na, komm. Nein, 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 oh Gott, oh Gott. Scheiße, ich bin, glaube ich, tot. Hopp. Nein! Nein! Nein, nein! Na, ich bin tot. Okay, hier. Alles klar, man kann also nicht sterben, wenn man da... Oh Gott, okay. Na gut, man kann also nicht sterben, wenn man hier runterfällt, das ist ganz gut. Nee, aber wo man dann halt wirklich im 1999-Modus, wo man dann halt wirklich Einfluss auf die Geschichte nehmen muss und dann halt auch wirklich Situationen entstehen können, wo man nicht mehr weiterkommt, wenn man sich falsch entschieden hat. Finde ich eigentlich sehr interessant, dass ich dann das halt Let's Replay quasi mache, aber dann halt echt extrem schwer. Finde ich interessant, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einfach mal kurz sagt, hey... das würde uns gefallen oder... Na, nö, eher nicht. Hm? Was ist los? Hast du irgendwas? Da unten. Ich seh's. Na gut. Na gut, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass wir jetzt gerade viel Munition haben, ne? Wird schon knapp. Ach, ist alles respawned oder was? Das ist ja... Hm. Weiß nicht. Muss man das jetzt respawnen lassen? Aber wenigstens ist ja alles noch auf. Müssen wir halt nicht nochmal knacken. Na gut. Ein paar Münzen abgestaubt. Können wir nochmal Zuckerwatte essen? Ja, lecker. Jam, jam, jam. So, noch das Codebuch der Vox Populi. Ist das hier wieder drin? Nee, natürlich nicht. Gut. Wenigstens etwas. Gut, hier haben wir nichts. Können wir weiter gucken, ob wir hier noch irgendwas verpasst haben. Irgendwas übersehen. Waren wir hier beim letzten Mal? Ja, genau. Hier war... Entschuldigung, ich muss aufstoßen. Waren wir auch schon? Ha. Oh. Lockpick. Sehr gut. Und hier ist ein Geschenk. Perfekt. Hier sind Münzen. Alter, unter den Automaten gucken lohnt sich ja richtig. Das ist ja unglaublich. Haben wir früher nicht gemacht. Müssen wir jetzt mal anfangen. Was haben wir hier? Haben wir einen Haken? Ach, scheiße. Oh, ist eine Feuerwehr. Aber wir sind ja unten runter. Das ist ganz gut. Und wieder hoch. Und wieder runter. So, und wieder hoch. So, und wieder runter. Das funktioniert scheiße und gut. Und wieder hoch. Und runter. So. Geil. So, und können wir wieder hoch. So. Sehr gut. Und wieder runter. Sehr geil. Gute Strategie. Sie sind alle weg. Aber hier können wir auch nochmal hin. Hier war ich ja noch nicht. Und gar nicht Salz brauchen müssen. Salz benutzen müssen. Geil. Cool. Ja, das war doch richtig erfolgreich. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker. Wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Wo denn? Oh, danke. Hier drüben ist Ausrüstung. Das interessiert mich natürlich. So, was haben wir denn hier? Puppen. Alter, ey, man muss einfach einen Vergnügungspark bauen, der genauso aussieht. So, Munition haben wir alles, alles gut. Ich hab Geld gefunden. Danke. Danke. Also, was sie immer für Beträge findet, ey, ich muss sie... Also wirklich, wenn sie jemals obdachlos wird, kein Problem, weil, Maschinengewehre. Leiche durchsuchen. Hat einen Apfel dabei. Hm, ein gesunder Apfel von der Leiche. Ein bisschen Bier. Leute, also hier wird jetzt Bier als gesundheitsfördernd gesehen. Ich kann da nicht zustimmen. So, mal gucken, ob wir wieder, Munition für Karabiner. Gut, jetzt hätte ich nur gern Karabiner. Oh, ah, hier waren wir noch nicht drin. Fangen wir an. Sergeant Glenn, Leander Manley. Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden.
Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Budendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Aha. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie straight, hä? Sir! Die Waffen weg! Oh Gott, oh Gott. Das ist er also. Hast du das gehört, Comstock? Das Scheiße, war das Geräusch, das du nie gehört hast. Fuck. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Fuck, das ist ein absoluter Psychopath, den haben wir leben lassen. Ach, scheiße. Haben wir jetzt wirklich gut dran getan? Man weiß es nicht. So, Waschbecken können wir benutzen. Wir können den Apfel einmal suchen. Oh, $34 da drin. Ah ja, genau, das Geheimnis haben wir freigeschaltet. Da ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen Ausrüstung für uns. Hoffe ich. Wenn wir hier nicht gerade wieder ein Fass durchsuchen. Gut. Oder sind wir jetzt irgendwas vorbeigelaufen? Der Safe ist offen. Da liegen ein paar Münzen. Immerhin. Aber ich frage mich wirklich, ob es jetzt gut war, dass wir Slade haben leben lassen. Denn der Typ ist nun mal echt ein krasser Psychopath. Und ich weiß nicht, aber Psychopathen sind halt wirklich gefährlich. Ich glaube, da kriegen wir... Ah, aber der wird sich nicht mit Comstock verbünden. Glaube ich nicht. Und wenn wir denn gegen Comstock gehen, dann... Oh. Hoppla. Da musst du aber gerade mal laden. Naja. Passiert mal. Okay, jetzt haben wir Ausrüstung. Wir haben eigentlich alles Mögliche. Aber der wird sich nicht mit Comstock verbinden. Und wir müssen ja irgendwann wahrscheinlich gegen Comstock gehen. Insofern, kann es auch vorteilhaft sein. Oh nein. Was sonst ist Anarchie als ein Messer im Rücken unseres Propheten? Ja, toll. Können wir denn eigentlich Bronco? Oh ja, genau. Wir können ihn schocken wahrscheinlich. Läuft er? Yes! So, da war ein paar Schüsse ins Getriebe drin. Oh Mann, hier ist kein Fenster. Aber der Karabiner macht richtig gut Schaden, da kommen wir gut durch. Kommen die jetzt öfter? Das finde ich scheiße. Naja, also so richtig massiv krass wie versprochen sind die jetzt nicht. Also man kommt wohl gut gegen die an. Muss ich sagen. Noch ein bisschen Geld, kann man ja immer gebrauchen. Aber hier war doch noch alles heiler, als wir hier mal durchgekommen sind, oder? Ach nee, hier war schon immer alles Wagen, glaube ich. Ja, ich glaube, hier war schon immer alles Wagen. Da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Ah ja, hier ist noch ein bisschen Salz. Genau, hier haben wir, genau, hier haben wir den bockenden Bronco. Das machen wir bitte nicht mehr. Was? Überleben? Ah ja, hier ist noch ein Slate-Audio-Log. Hören wir uns das mal an. Ich war 40. Und begucken wir die Ausrüstung. Nordsturm. Wirst du eine 50er Kürze ohne... Ah ja, genau. Nee, haben wir. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen jetzt bestimmten Gegner gehasst. Jetzt wird er auch noch religiös. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert. Als Mummenschanz nebenbei. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Ja, also Slade bringt jetzt quasi den Krieg nach Columbia. Ich verstehe nicht so Alter, ganz, wie du das alles machst. Frame Drops. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Ach was? Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Okay. Naja, und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Ach so. Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Ach was. Das ist ja interessant. Na gut, wir sind wieder zurück bei der Hall of Heroes. Wir können jetzt sofort zur First Lady. Aber ich denke, wir werden uns erstmal ein bisschen umsehen, weil wir jetzt halt auch den Shock-Jockey haben und hier viel öffnen können, glaube ich. Ich hatte hier so ein paar Dinge gesehen. Oh nein, jetzt ist ja auch noch alles voller Gegner, ne? Naja. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Mal sehen, was wir finden. Ah ja, die Skyline, die können wir jetzt benutzen. Praktisch. Booker, da oben.
Eine dieser Schock-Jockey-Türen. Wo? Die sollten wir uns vielleicht ansehen. Ja, dann gucken wir uns die doch mal an. Alter, wie er springen kann, ne? So. Das war eine dieser Schock-Jockey-Türen. Gucken wir uns doch mal an. Was wir alles haben. Zigaretten. Oh, ein Lockpick, hervorragend. Was haben wir hier noch? Hingerichtete Leute. Alter, das ist aber sehr grafisch gerade. Krass. Munition für Pistole. Hier ist noch. Oh, noch ein Lockpick. Geil. Nicht schlecht. Wir können ja ordentlich Tresore öffnen, denke ich mal. Na, was findest du? Was suchst du? Hä? Hast du noch was? Nö. Gut. Das war's also hier oben. Da unten ist, ja, sie spielt erstmal ein bisschen. Auch gut. Nö, aber lass uns mal noch ein bisschen rumgucken. Vielleicht finden wir noch so eine Schock-Jockey-Türen. Ich finde ja Lockpicks eigentlich ziemlich praktisch. Ah ja, da oben. Alter, wie krass. So. Was haben wir hier? Panzerfaust, Präzisionsgewehr. Oh Mann, ey. Wenn ich das schon sehe, ne? Wenn ich das schon sehe, dann weiß ich doch schon wieder... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier werden gleich so viele Gegner kommen, das ist schon nicht mehr witzig. Aber die Kämpfe werden auf jeden Fall schön dynamisch, merke ich. Wegen, der Skybahn, weil die so gut implementiert ist, muss ich sagen. Also, es ist ja echt unglaublich, wie locker ich hier von einem Punkt zum anderen komme. Da oben können wir nicht rauf. Aber hier. Was haben wir hier? Noch eine Panzerfaust. Hier können wir ein bisschen Deckung reinrufen. Na gut. Springen wir mal kurz hier rum. Ach, es gibt Sturzschaden. Es sei denn, ich springe von so einer Skybahn. Na, das ist was. Okay. Da oben kommen wir nicht hin. So. Gucken wir, ob wir noch so eine Schock-Jockey-Tür finden. Ah ja, jetzt sind ja auch die Läden geschlossen. Na gut. Gut, Leute, aber ich würde sagen, dieser Part von Let's Play Bioshock Infinite neigt sich wirklich dem Ende. Ich habe mich sehr amüsiert und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder dabei seid, ja? Also, Leute, bis dahin sage ich ciao, ciao und tschüss. Hi, Elizabeth.